Matthias Langwasser. Ich bin gerade draußen mit meinem Wohnmobil an der Ostsee und mache mein erstes Video mal draußen. Bin mal gespannt, wie es funktioniert. Heute spreche ich über eines meiner Lieblingsthemen, nämlich vegane Rohkostschokolade. Ja, vegane Rohkostschokolade. Ihr kennt ja alle Schokolade und Schokolade wird in riesigen Mengen weltweit verkauft. Und man sagt ja immer, dass Schokolade nicht so gesund sei. Das hängt einfach daran, dass normale Schokolade Milchprodukte enthält, weißen Zucker enthält, andere Zusatzstoffe und stark erhitzt wurde, sowie Zutaten enthält, die aus gespritzten Anbauern stammen, wie zum Beispiel Kakaobohnen, die gespritzt sind. Und somit kann normale Schokolade auch Pestizidrückstände enthalten. Und es ist so, dass Ernährungsexperten oder Gesundheitswissenschaftler, Ernährungswissenschaftler sagen, dass zum Beispiel weißer Zucker einer der größten Gesundheitsschädlinge überhaupt ist. Andere Ernährungswissenschaftler sagen, dass Milchprodukte eine der größten Krankheitsverursacher sind. So, und all diese Zutaten sind enthalten in normaler Schokolade. Jetzt gibt es aber eine wundervolle Alternative. Jetzt nochmal zum Thema Kakao an sich. Kakao ist ja eine Pflanze, die ursprünglich aus dem Regenwald stammt. Und die Kakaobohne wurde schon von den Mayas und Azteken als heilig verehrt, wurde sogar als Zahlungsmittel sowie Gold verwendet. Und Kakao hat wirklich ganz besondere gesundheitsfördernde Eigenschaften. Gesundheitsfördernde Eigenschaften von Kakao sind zum Beispiel, dass roher Kakao sehr gut für das Herz ist. Ich weiß von einer Freundin, die immer Herzprobleme hatte und die einfach durch den regelmäßigen Verzehr von Rohkostschokolade die Erfahrung gemacht hat, dass die Herzprobleme verschwinden. Dann ist es so, dass Kakao eine Fülle an Antioxidantien enthält. Antioxidantien sind ganz wichtig, um für ein langes und gesundes Leben, weil Antioxidantien in der Lage sind, freie Radikale, die man für den Alterungsprozess verantwortlich macht, zu neutralisieren. Und dann ist es noch so, dass Kakao natürlich jede Menge Glückshormone enthält, also Hormone, die einen sich ähnlich fühlen lassen, wie wenn man zum Beispiel verliebt ist. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum viele Menschen sehr viel und gerne Kakao essen, weil es einfach auch ein wundervoller Liebesersatz ist. So, es gibt noch viel mehr Vorteile von Kakao. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich in diesem Video vorstellen möchte, nämlich die gesunde Kakao-Alternative. Und die gesunde Kakao-Alternative ist vegane biologische Rohkostschokolade. Was zeichnet die vegane biologische Rohkostschokolade aus? Einmal ist sie vegan, sie ist bio, sie besteht nur aus Rohkostzutaten und sie ist zuckerfrei. Und, was noch dazu kommt, in der Regel ist sie mit Superfoods oder anderen wertvollen Zusatzstoffen rein natürlicher Herkunft angereichert. So, ich möchte kurz diese Vorteile der veganen Rohkostschokolade vorstellen. Also einmal vegan heißt natürlich rein pflanzlich, das heißt, diese Schokolade enthält keinerlei tierische Produkte. Zum anderen stammen dann alle Zutaten aus Bioanbau. Das heißt, die Schokolade enthält keine giftigen oder Pestizidrückstände. Dann besitzen alle Zutaten Rohkostqualität. Bei manchen Sorten wird Kokosblütenzucker oder Kokosblütennektar hinzugefügt, der erhitzt wurde. Das ist die einzige Ausnahme. Das heißt, Rohkostqualität, keine der Zutaten wurde mehr als maximal 49 Grad erhitzt. Das heißt, die wertvollen gesundheitlichen Eigenschaften der Rohstoffe sind voll erhalten. Und dann kommt dazu, dass die vegane biologische Rohkostschokolade keinen raffinierten Zucker enthält und nur mit rein natürlichen Süßungsmitteln gesüßt wurde, wie zum Beispiel Agavendicksaft oder Kokosblütennektar. Ein weiterer Vorteil sind die zugefügten Superfoods, die wir in den meisten Sorten haben, wie zum Beispiel Maca oder Matcha oder Acai oder Goji oder Baobab oder Guarana, um nur einige zu nennen. Superfoods sind ganz besondere Heilpflanzen, die einfach dem Körper sehr viel Energie und Nahrung und Heilkraft geben.
Und wir haben einige Sorten Rohkostschokolade, die mit, zusätzlich mit wertvollen probiotischen Bakterien angereichert sind. Du siehst oder hörst, es sind ganz viele tolle Vorteile, die die vegane biologische Rohkostschokolade hat. Wir haben in unserem Shop auf regenbogenkreis.de eine wundervolle Auswahl dieser Schokoladen. Wir haben lange auch in verschiedenen Ländern nach den allerbesten Sorten gesucht und wir nehmen generell nur solche Sorten auf, die wir selber gerne essen und die wirklich allerhöchste Qualität besitzen. Ich zeige dir gerade mal eine meiner Lieblinge. Das sind nämlich die Schoko-Haselnüsse. Also die Teile finde ich wirklich absolut toll. So, das ist eine vegane Rohkost Schokohaselnuss, sehr zu empfehlen. Das legen wir auch oftmals unseren Geschenken als beziehungsweise unseren Paketen als Geschenk bei. Ja, wenn du die große Fülle an leckeren Rohkostschokoladen in unserem Shop kennenlernen willst, dann geh auf regenbogenkreis.de, dort auf Shop, dort auf Rohköstlichkeiten. Da findest du eine ganz große Auswahl. Wir haben da die leckersten, verschiedensten Geschmackrichtungen, wie zum Beispiel die Love Chalk, die also nette Sätze, nette Zettelchen mit Sätzen enthalten, wie ich bin immer geliebt, als ein kleines Beispiel. Dann haben wir die Ombars, die viele Superfoods und probiotische Bakterien enthalten, oder die Xoko-Schokoladen, die so eher so Praliné-mäßig sind, mit zum Beispiel Hanf-Marzipan-Füllung. Also es gibt in dem Bereich wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Die Sachen sind sehr lecker, sehr zu empfehlen. Also auch vom Genussaspekt her ganz, ganz toll. Sind natürlich teurer als die giftigen Schokoladen, sag ich mal, ja, die gesundheitsschädlich sind. Aber ehrlich gesagt, ich würde Sachen, die gesundheitsschädlich sind, noch nicht mal geschenkt nehmen. Ich würde sie noch nicht mal essen, wenn man mir Geld dafür geben würde. Also nimm doch lieber etwas, was dann teurer ist, aber wo du auch wirklich gleichzeitig etwas deinem Körper etwas Gutes tust und was deinem Körper ganz viel Nahrung gibt und wo du natürlich auch nicht so große Mengen essen musst, weil die Sachen sehr, sehr gehaltvoll und sehr, sehr wertvoll sind. Ja, du findest auch mehr Infos über unser Projekt Regenbogenkreis auf unserer Facebook-Seite unter Regenbogenkreis. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du es likest und mit deinen Freunden auf YouTube und Facebook teilst. Okay, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dein Matthias. Thank you.